MMA. Ladies and Gentlemen, ausgemachte Distanz, 3 Runden bei 5 Minuten. Ausgemachtes Gewichtslimit, 84 Kilo von beiden punktgenau erfüllt. Herr Richter und Parteiischer im Ring, der Preis, der Titel eines Middleweight Champions nach Version von We Love MMA. Eins ist sicher, es wird ein würdiger Titelträger sein. Ladies and Gentlemen, ihr Applaus für den Contender, Philipp Sadoschinski und den Champ. Das Ding, Stolzow! Oh, die polnische Fraktion ist schon abgereist. Bist du da oben? Ganz große ja, Lücke. Da ist eine große Lücke. Ich habe mich schon gewundert, wo der Jubel kommt, wo der Jubel bleibt. Also wir sehen hier Größenunterschied. Sadoschinski, der größere Mann, auch der breitere Mann, physisch vermutlich stärkere Mann. Aber Breite hat nicht unbedingt was mit Stärke zu tun, aber lass es uns sehen. Wäre nicht der erste große, starke Kämpfer, der vom Kleineren auf die Matte gebracht wird. Und genau da hat Dustin Stolzfuß seine große Stärke. Beide hier sich mit dem Jab ab. Recht locker auf den Füßen. Oh, Philipp trifft mit der Rechten. Philipps Stärke, ja, das Striking. Aber ich denke, sobald Dustin merken sollte, dass er ihm dort nicht gewachsen ist, werden wir Clincharbeit und Takedown-Versuche sehen. Was denn wechselt die Auslage? Also ich habe mich, wie gesagt, vor einigen Tagen erst mit ihm unterhalten. Er war ja auch Teil dieses dieser Expertenjury beim Bildcasting. Und er sagt, ich fühle mich im Stand eigentlich wohl und ich denke, dass ich ihn im Stand auch besiegen kann. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Ich glaube, sobald die erste Bombe einschlägt, wird er da auch auf Nummer sicher gehen und den Bodenkampf suchen. Alles andere wäre Quatsch. Hat von seinen 10 Kämpfen bislang ja 9 gewonnen, 3 davon durch Aufgabegriffe. Also Champ lässt sich jetzt stellen, kommt aber jetzt wieder nach vorne. Oh, schöner Bodykick zur Leberseite und dort auf links zum oben. Kopf, also er zeigt weiter, tatsächlich, dass er im Stand hier mithalten kann. Und jetzt eine rechte hinterher geschossen. Schlag am Tor. Beide bleiben stehen. Und da ist Sadoschinski getroffen. Dreht sich weg. Knie zum Kopf. Sehr taktisch sehr klug gemacht. Philipp blutet auch. Wir sehen die ersten Blutspritzer. Schöne Knie zum Körper. Knie zum Körper. Muss jetzt aufpassen, darf nicht zum Kopf treten, allerdings zum Körper, ja. Knie zum Körper. Philipp blutet schon. Sehr, sehr starke Vorstellung hier von Stolzfuß, der hier dreimal gekickt hat und dann beim vierten Mal angetäuscht und die rechte reingehauen hat. Viel Blut jetzt raus. Wir sehen jetzt viel, viel Blut tropft da herunter. Das scheint sich eine große Wunde geöffnet zu haben. Zuschauer, schaut mal auf das Gesicht von Philipp. Solltet ihr es dann jetzt gleich sehen? Philipp, oder wo ist die Wunde? Ich sehe auf jeden Fall, dass hier irgendwo viel... Oh, die rechte schlägt ein. Und das war's. Ellenbogen erlaubt hier im Titelkampf. Stolzfuß versucht zu finishen. Tapfer dagegen. Geht jetzt hier zur Guillotine. Macht aber einen guten Job. Ermüdet seinen Gegner. Ja, macht das auch hervorragend. Lässt ihn nicht auf die Beine kommen. Drückt den Kopf ab. Kontrolliert damit den Rest des Körpers. Geht zur Guillotine. Und da ist der Tipp. Wow, was für eine dominante Vorstellung, wer soll richtig diesen jungen dominant. Mann schlagen? Und wir haben richtig hier Tim dominant. Richter heute sitzen. Der hätte eigentlich heute auf Dustin Stolzfuß treffen sollen. Der schaut sich das Ganze sehr, sehr genau an. Vielleicht kann man den ja auch noch mal in den Käfig holen. Ich bin gespannt, was der zu so einer Leistung zu sagen richtig, hat. Richtig, richtig stark. Aus elf Kämpfen, 10 Siege. Richtig, richtig starke Leistung. Also, obwohl es hier kurzzeitig so aussah, als ob Philipp hier mithalten kann. Sobald Dustin jetzt hier das Ruder in die Hand genommen hat, war die Sache eigentlich schon gegessen. Also vor allem das starke Bluten seines Gegners hat ihn wahrscheinlich nochmal extra angestachelt. Sehr, sehr starke, dominante Vorstellung. Da haben beide quasi ein bisschen Blut geleckt. Dustin ist da hinterher gegangen, hat immer die Deckung oben gelassen. Ist auch jetzt hier direkt in die Guillotine hineingesprungen. Hat das hier wunderbar bilderbuchmäßig zu Ende gebracht. Philipp blieb hier nichts anderes übrig, außer zu tappen. Boah, schön hineingezogen in die Guard. Mit dem Bein rechts oben gesperrt, sodass er nicht mehr herauskommen konnte. Und die Submission geholt. Und die Halle steht. Sadoschinski noch nicht. Der hat hier einen starken Treffer gegen das linke Auge eben bekommen. Doch links oberhalb des Auges jetzt angefangen zu bluten. Ladies and
Abends Titelkampf im Mittelgewicht. Ladies and Gentlemen, wir haben einen Tap-Out nach 2 Minuten 21 in der ersten Runde. Grund dafür war unser aber Guillotine Choke. Der alte und neue Titelträger steht vor Ihnen. Dustin Stolzfuß. Winner by Submission durch Guillotine Choke. Starke Leistung vom Champ.